CeBIT. Für mich bedeutet morgens früh aufstehen, mit dem Zug fahren. Ich habe dummerweise meine Bahncard vergessen und durfte dann nachzahlen. So ein Scheiß. Jetzt fahre ich gleich zurück und bin am Donnerstag wieder da. Wir haben so viele geile Sachen derzeit im Köcher, was wir in den nächsten Wochen releasen. Also das ist sehr, sehr spannend. Alles, was mehr Kommunikation zwischen den Nutzern verursachen wird. Und das Gerücht, dass Xing StudiVZ kauft, ist Unsinn, oder? StudiVZ, ich wusste nicht, dass sie da zum Verkauf stehen. Wenn man die Zahlen von Facebook nimmt, sind die ja 1,5 Milliarden. Wir sind jetzt an der Börse ein bisschen über 200 Millionen wert. Und das heißt, das Schöne bei unserem Wert ist, das hat so ein KGV, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich bin gespannt, welche anderen Social Network Companies auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis haben werden.